den besten und schlechtesten gibt es nicht. Also schlecht ist, was nicht funktioniert, ein viel zu großer Fisch. Also zum Beispiel ein Diskusfisch. Auch Skalare geht nicht. Ich denke mal, wir sprechen hier über Süßwasserfische. Ich würde natürlich ganz kleine nehmen. Je kleiner die Fische die sind, umso mehr Platz haben die. Also wenn der Fisch nur 1 Zentimeter ist, dann kann der 80 Mal die Strecke schwimmen, so groß wie der ist. Das ist natürlich ein Riesenareal. Wenn ich da so einen großen Fisch reintun, dann kann der noch 2 Flossenschläge machen. Also der beste Fisch ist einfach der kleinere Fisch, der ruhigere Fisch, der schnelle Schwarmfisch vielleicht nicht, der ruhige Schwarmfisch, der passt in so ein kleines Aquarium rein. Das wäre so das Beste. Man kann da natürlich auch verschiedene reintun, einen kleinen Wels auf dem Grund, irgendwas Ruhiges an der Oberfläche. Sowas kann ich mir vorstellen.